Herzlich willkommen zu meinem siebten Video aus dem Bereich Scratch Kara Aufgabenstellungen. Schauen wir uns wieder hier Kara an. Kara befindet sich in seiner Welt, ein Baumstumpf von am Ende hier dieser Welt, dann befindet sich dann hier dieser Pilz. Und Kara soll um den Baumstumpf herumlaufen und dann beim Pilz zum Stehen kommen. Man sollte hier dann Elemente aus dem Bereich der Steuerung und der Boolschen Ausdrücke verwenden. Kara wird dann dementsprechend dann hier so laufen. Rennt dann da außen rum und bewegt sich dann hier zu diesem Bild. Setzen wir zur Ausgangsposition zurück, schauen wir uns das Programm an. Hier wieder eine Weilschleife, solange Kara not Mushroom Front steht, das heißt in dem Fall hier, solange nicht vor einem Fliegenbild steht, soll das Ganze innerhalb dieser Weilschleife ausgeführt werden. Und da habe ich hier zusätzlich eingebaut If Tree Front. Wenn Kara vor einem Baum steht, man soll in dem Fall nicht aufhören, sondern er soll dann dementsprechend hier links herumlaufen und dann hier eben weiterarbeiten. Wenn er also hier dann ist, dann dreht er sich nach links, geht einen Schritt voraus, dreht sich nach rechts, geht hier wieder zwei Schritte voraus, dreht sich dann hier wieder nach rechts, dann herunter, dreht sich herum und geht dann hier weiter. Das ist hier dieser Bereich, der in dieser If-Abfrage drin ist mit If Tree Front. Schauen wir uns das Ganze hier mal an. Starten wir das Ganze. Man sieht, er fragt immer wieder nach, geht dann seine Schritte und erst wenn er dann hier If Tree Front hat, dann wird hier dieser Bereich hier innerhalb dieses If Tree Front dann abgearbeitet. Das ist aus dem Baum heraus und geht dann wieder weiter, bis er dann letztlich hier zum Fliegenpilz kommt und dort dann stehen bleibt.